So, hallo, bin am in Berlin auf einem Kurztrip mit der Family hier am Kurfürstendamm hinten in die Kirche. Da gehe ich mal in Saturn und schaue mal, was da so zu finden ist. So, jetzt gehe ich gleich mal in Saturn rein, hier hinter mir, Saturn. Ghetto Action auch noch. Und schauen wir mal, wo die Abteilung ist. So, jetzt bin ich im Saturn. Und jetzt fahren wir hier gerade mal die Rolltreppe hoch im ersten Stock. Und ich hoffe mal, dass da die DVD-Abteilung ist. Müssen wir mal schauen. So, habe ich schon ein Heft gefunden. Das sieht ja schon mal gut aus. Also weit kann es nicht mehr sein. So, ein paar Figuren habe ich auch gefunden. Da haben wir sogar den Terminator. Ich schalte mal kurz um. Und dann schauen wir mal, was da so alles zu finden ist. Die Catwoman, Superman, Batman, dann hinten Fluch der Karibik. Da komme ich vielleicht nochmal hin. So, jetzt geht die Suche weiter. Also, ich habe die Abteilung gefunden. Es sind noch ein paar Regale da. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Reihen. Und da gehe ich jetzt mal grob durch mit euch und schauen mal, was die so haben. Was ist denn das? Ist die Mantel Spencer? Ach so, das ist eine Dokumentation. Da bin ich aber in der falschen Abteilung hier. Ah, schauen wir, wo ich stehen bleiben kann. Es ist jetzt gerade noch nichts da. Ne? Der alte Chuck Norris, da habe ich letztens ein Video gesehen. Der Junge ist echt alt geworden. Der lebt jetzt irgendwo in einem, zu einer Waldhütte. Der Chuck Norris. Hat er einige Filme gemacht, der Meister. Indiana Jones, was haben wir denn da? Da ist aber der Neue nicht dabei. Ne? Ice Road ist gut. Kann man mal anschauen. John Wick haben wir auch. Die Insel habe ich doch auch. Ja, für euch nichts Neues. Muss ich mal da durch. So, was haben wir denn hier? Ja, ist natürlich Kult hier. Schnapp Shorty, Snatch. Das sind die Kultklassiker, sind das. Da haben wir so eine alte Kamelle, das Söldner Kommando. Das wird so ein Short sein. Da haben wir Van Damme, Sudden Death. Das ist ja auch die Stirb langsam Welle. Aber so was Außergewöhnliches haben die jetzt hier auf den ersten Blick nicht da. Rambo 3. Uncut. Ja, die Frage ist, ob der wirklich Uncut ist. Angeblich soll ja der erste Teil auch geschnitten sein. Der Printer 702, den habe ich schon Monate daheim und ich habe mich nicht durchringen können, den mal anzuschauen. Obwohl Eddie Murphy ja gut ist, aber nee, das habe ich noch nicht geschafft. Ne? Ja, das ist jetzt hier nicht so weltbewegend. Also das ist ja einer der wenigen Schwarzenegger, den ich noch nie ganz gesehen habe, weil er mich eigentlich überhaupt nicht interessiert. Also der hier, der Last Action Hero und dann, wo er dieses Weihnachtsgeschenk hat, glaube ich. Oh, das wäre ja ein Weihnachtsfilm gewesen. Ne? Da weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt mit dem Weihnachtsgeschenk. Und das ist hier ein Überraschungshit hier. Den fanden wir nicht schlecht, haben wir letztens geguckt. Ist natürlich nicht ganz unblutig, aber ich würde mal sagen, Snatch passt gut dazu. Also so ein bisschen wie Snatch. Wenn man es ein bisschen vergleichen kann, natürlich. Das hier ist ein Star-Aufgebot und er verspricht viel, aber er hält wenig. Ne? Ich habe gedacht, Kings of Hollywood, das wird ja ein Geheimtipp, aber ist es leider nicht geworden. Und das hier ist ja die größte Verarsche hier. Ne? Der Killing Gunther ist die größte Schwarzenegger-Verarsche, die es gibt, weil der macht höchstens 5 Minuten am Ende des Films mit. Unglaublich, dass sowas überhaupt mit seinem Namen verkauft werden darf. Ja, das ist auch mal hier ein bisschen ein Außenseiterfilm, der High Rise. Aber der ist auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ist ein bisschen abgespaced. Nicht jedermanns Sache, aber ist mal was,
was Besonderes. Dann Harley Davidson Marlboro Man ist natürlich auch ein alter Kultklassiker. Und wir haben jetzt letztens gesehen den Hypnotic. Die Family fanden gut, ich fand ihn dann doch etwas langatmig ab der Hälfte. Also die Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Da konnte ich mich jetzt noch nicht durchringen zu dem, ob der was ist. Der Gold ist natürlich, dass sich über 2 Stunden trägt, ist die Frage. Ne? Dann habe ich den auch noch nicht gesehen, den Gnadenlos. Der läuft ja auf Amazon, eigentlich im Paket dabei. Naja, sonst finde ich jetzt, meine Bullet Rain ist natürlich Kult. Ne? Das ist Kult hier, der ist zwar auch ein bisschen blutig, aber er macht Spaß. Brad Pitt macht Spaß auf jeden Fall. Ja, ich mache mal kurz Pause. Habe ich ja auch immer gern geguckt, den Szymanski. Ne? Zahn um Zahn ist zwar nicht der beste, da fand ich dann Zabu besser. Aber ist dann auch schon sehr angestaubt, alles, wenn man ehrlich ist. Das ist der Wichser, den habe ich auch. Na, ja, ne, ist jetzt also nicht so der Burner dabei. Was haben wir denn? Ah, da haben wir den, der Hornochse und sein Zugpferd, zwei ihre Spaßvögel. Den kenne ich jetzt noch gar nicht. Also den Hornochse kenne ich schon, aber die anderen beiden, die da drauf sind, kenne ich nicht. Kirk Douglas, der schnellste Weg zum Jenseits in der neuen Hülle. Den habe ich doch auch daheim. Bei mir ist es in einem roten Cover. Kirk Douglas, kann man sich mal reinziehen, wenn man auf so alte Filme steht. So, da habe ich jetzt eine Abteilung gefunden, das sind nur Mediabooks, das ist ja auch mal interessant, aber die haben natürlich alle ihren Preis. Ne? Also da stellen einen Adler, dann haben wir hier oben noch einen seltenen, aber da gefällt mir das Cover ja gar nicht, der Joshua Tree, der ist ja schweineteuer, der kostet 36, der ist aus meiner Jugendzeit noch, mit dem Dolph Lundgren. Und da ist noch Ferrari F40 dabei, da haben die etliche Ferrari F40 so Nachbauten mitmachen können. Also quasi nachgebaut, F40 waren keine Originalen, die wären zu teuer gewesen. Sogar der Lucky Day hat hier einen Mediabook. Interessant. Die Frage ist halt, wer das alles kauft, ne? Das ist ja echt schon faszinierend. Da haben wir nochmal Tatort, Szymanski. Alle 29 Fälle, meine Güte. Das könnte ich mir aber jetzt nicht mehr antun. Und da haben wir dann die 18er Abteilung. So, 18er. David Carradine, der alte Haudegen. Missing in Action 2, die Rückkehr. Krass, der Chuck Norris. Die Van Damme Box, was haben wir denn da drin? The Quest, Leon und Black Eagle. Ja, und da ein paar schlüpfrige Filme hier. Aber die taugen in der Regel auch nichts. So, Expendables. Nochmal Invasion USA. Invasion USA. Chuck Norris. Dann kommen hier ein paar Asien-Indien-Filme. Ach Kinder, das ist ja echt viel. Ne? Ist halt Berlin. Berlin, Berlin ist es hier. Ne? Dann mache ich mal Schluss. Und wir haben jetzt schon 9 Minuten durch. Ich gehe noch mal ganz kurz auf die andere Seite. Da habe ich nämlich noch, da gab es dann die A-Team-Box, hier habe ich gesehen. So, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich mal aus dem Saturn hier in Berlin am Kudamm.
und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.